Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. Unser Schwaben ist eine Kooperation von ATV und Keimfarben. Business TV. Hallo und herzlich willkommen zu Unser Schwaben. Es ist eines der meistgehütetsten Geheimnisse der Region. Was verbirgt sich hinter dem Gerüst am Augsburger Rathaus? Und dieses Geheimnis wird jetzt gelüftet. Ich bin's. Kleiner Spaß. Aber ich bin hier tatsächlich im Epizentrum. Es dreht sich nämlich hier um die Fassade des Augsburger Rathauses. Die wurde zum letzten Mal vor über 30 Jahren gestrichen. Und dafür finde ich es ehrlich gesagt noch ganz gut in Schuss. Und wissen Sie, woran es liegt? Die Farbe, die hergenommen wurde, wurde nicht etwa irgendwo in Shanghai produziert, sondern direkt vor unserer Haustüre in Diedorf. Seit 1988 hat die Firma Keimfarben hier ihren Stammsitz. Gegründet wurde das Unternehmen von Adolf Wilhelm Keim, aber schon viel früher. Im Jahre 1878 erfand er eine Farbe, die noch heute an Qualität, Dauerhaftigkeit und Schutz ihresgleichen sucht. Die Silikatfarbe. Dieser bahnbrechenden Erfindung verdanken momentan rund 450 Menschen weltweit ihren Arbeitsplatz. Ja, und seit 2002 ist der Herr Lugert hier bei Keimfarben Geschäftsführer. Und da ist er auch schon. Grüß Gott, Luginger. Grüße, Lugert. Herr Lugert, was fasziniert Sie so an Farben? Ich habe mein ganzes berufliches Leben mit der Farbe verbracht und für mich gibt es nichts Faszinierendes als Farbe. Farbe definiert sich ja nicht nur über den Farbton, sondern letztlich auch mit viel Chemie, mit viel Physik und es ist einfach nur spannend. Haben Sie auch eine Lieblingsfarbe? Eine Lieblingsfarbe, also wir haben einen Farbton 9003, das ist so ein Oxidrot und das ist also mein Lieblingsfarbton. Gut, früher in der Kindheit hat man gesagt Rot, Blau, aber es gibt mehr als Rot, Blau, Grün, oder? Sie sehen, dass ich schon ziemlich im Fachjargon unterwegs bin. Es ist dieses Rot hier. Jetzt hat man vorher schon gehört, Sie sind Weltmarktführer von Silikatfarben. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, was sind Silikatfarben? Ich glaube, ich mache es Ihnen jetzt erst mal einfach und stelle Ihnen Farbe vor, wie man Farbe zusammensetzt, aus welchen Komponenten. Und dann versuche ich, den Unterschied herauszuarbeiten zwischen einer Silikatfarbe und einer normalen Farbe, in Anführungszeichen einer Dispersionsfarbe. Wenn wir jetzt nochmal zu meinem Lieblingsfarbton kommen. Das ist 9003? 9003, das ist das Pigment. Und das Pigment gibt im Prinzip den Farbton. Sie sehen also, es ist ein Pulver. Und dieses farbtongebende Material wird gewonnen aus Gesteinen. Diese Gesteine werden gemahlen und werden gebrannt und dann geben die unterschiedliche Farbtöne. Wenn Sie Farbe streichen, dann muss sie auch eine Eigenschaft haben, dass sie etwas abdeckt, dass sie flutschig ist, dass sie geschmeidig ist. Und dazu brauchen Sie Füllstoffe. Bei uns setzen wir nur mineralische Füllstoffe ein, also wiederum Gesteine, die gemahlen sind, die im Prinzip der Farbe die Konsistenz geben. Und das Wichtigste ist, damit sie streichen können, Flüssigkeit und Bindemittel. Und wir setzen als Bindemittel das Kaliumsilikat ein oder Kaliwasserglas. Wenn man jetzt diese drei Komponenten zusammenfügt, dann hat man eine Farbe. Und wenn man diese Farbe appliziert auf einen mineralischen Untergrund, beginnt der Trocknungsprozess. Eine normale Farbe gibt einfach nur Wasser an die Luft ab. Und bei dieser Farbe kommt es zu einer chemischen Reaktion auf dem Untergrund. Das heißt, dieses Kaliumsilikat verbindet sich mit dem mineralischen Untergrund und gibt dann eine unlösbare Verbindung. Das Bindemittel wird wieder zu Stein. Und damit werden diese Farben über Dekaden bis zu 100 Jahren und mehr haltbar. Das ist die Erklärung. Und ich denke, Sie werden im Laufe des Besuchs hier noch feststellen, dass Farbe nicht so banal ist, wie ich es gerade erklärt habe, sondern durchaus mit viel Wissenschaft versehen ist. Ach so, das war jetzt schon die banale Erklärung, so, oder wie? Ich habe mich bemüht. Ich denke, Sie haben es auch verstanden. Ich habe es verstanden, aber ich bin tatsächlich auch gleichzeitig überrascht, wie viel Wissenschaft wirklich in so einem Farbeimer steckt. Ja, also da ist einiges an Know-how erforderlich. Wir sind ja Weltmarktführer für Silikatfarben und wir sind auch der Qualitätsführer für Silikatfarben. Das heißt, dass wir Innovationen bringen, die natürlich dann auch den modernen Erfordernissen angepasst sind. Und unsere Mission ist, die beste Farbe der Welt herzustellen. Und dieser Plan scheint aufzugehen, denn alle Bauwerke, die Sie hier sehen, wurden mit Keimfarbe gestrichen. Der Anstrich am Rathaus in Schwyz ist sogar schon 125 Jahre alt. Aber dieser weltweite Erfolg kommt nicht von ungefähr. Allein in Diedorf sorgen rund 180 Mitarbeiter dafür, dass die Welt auch bunt bleibt.
Im betriebseigenen Forschungslabor werden sowohl neue Produkte entwickelt, als auch die Eigenschaften bestehender Farben optimiert. Keimfarben sind beispielsweise nicht brennbar. Also man kann sich vorstellen, für so eine Farbe, bis man dann sagt, das ist es, da macht man schon mal 100 bis 200 verschiedene Ansätze, die man alle prüft und sagt, da ist noch nicht perfekt, da ist es noch nicht perfekt. Und bis man dann quasi bei dem, sag ich mal, perfekten Produkt ist, da muss man eben ganz schön viel kombinieren. Ja, komm jetzt mit. Ja, bevor ich Sie jetzt in unsere geheiligten Hallen entlasse, die Produktion entlassen, die wollen heute ein bisschen mitarbeiten, möchte ich Sie jetzt noch ein bisschen mit Ehrfurcht beseelen. Also wir sind hier an einem Ort, wo zwei Weltmächte aufeinandertreffen. Und zwar hier drin? Hier drin, ja. Und wenn Sie mal nach oben schauen, dann sehen Sie auf der einen Seite das Rot der Grimmelmauer und auf der anderen Seite sehen Sie das Weiß des Weißen Hauses. Und wie Sie sehen, ist das Weiß des Weißen Hauses nicht weiß, sondern eher ein Cremefarbton. Und beide sind mit Keimfarben gestrichen? Beide sind mit Keimfarben gestrichen, ja. Wie vereint man das politisch? Ich glaube, da gibt es politisch keinen Zusammenhang. Also da wird eigentlich nur die Qualität ausgewählt und unsere Qualität zählt. Und deswegen sind wir an diesen beiden, ja, ich sag mal, durchaus imposanten Projekten dran. Und auch das ist ein Punkt, wo wir natürlich stolz drauf sind. Ich glaube, Sie sind gespannt, wie es jetzt bei uns in der Produktion ausschaut. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß dabei. Und wenn es Ihnen gefällt, dürfen wir gerne Bewerbungsschreiben schicken und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, gut, schauen wir mal. Dankeschön, Herr Luger. Wiederschauen. In Diedorf werden jedes Jahr rund 6500 neue Farbtöne gemischt. Die Zusammensetzung wird dabei mit einer Spezialsoftware für Farbmetrik bestimmt. Guten Morgen. Hallo, ich bin der neue Praktikant. Hallo. Wie sieht Ihre Arbeit aus? Wie können wir uns das vorstellen? Ich messe als erstes die Farbe hier am Computer ein, dann rezeptiere ich die Farbe und wenn ich dann vom Computer ein Rezept bekomme, dann gebe ich es weiter an meine Kollegen. Aber der Kunde sagt, ich hätte gern ein knalliges Rot, oder wie? Der Kunde darf mit seinen Farbwünschen gerne zu uns kommen, auch Muster oder irgendwas Ähnliches mitbringen. Okay, also ich komme jetzt zu Ihnen und habe jetzt eine bestimmte Farbe dabei, irgendein Ding, wo diese Farbe eben drauf ist und möchte meine Wand damit streichen. Und dann komme ich zu Ihnen und bringe da was mit, oder wie? Das geht. Ja, das machen wir gerne. Warten Sie, ich komme gleich wieder. Wann habe ich schon mal die Chance, mir meine ganz persönliche Keimfarbe mischen zu lassen? Dafür braucht es nur ein passendes Farbmuster. Ich hoffe, Sie können damit auch was anfangen. Das Grün hätte ich gern. Also wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber das ist gleichzeitig nur unsere ATV-Farbe. Also nicht, dass jetzt mal wir am Dienst unterhosen, aber zufälligerweise hätte ich die so. Also kann ich Ihnen das so übergeben dann? Gerne. Die Farbmuster können Bierflaschen, Laub oder Unterhosen sein. Mit modernster Technik wird der Farbton dann eingescannt und das Rezept erstellt. Das ist das Mischverhältnis. Genau. Das ist eigentlich ganz einfach, oder? Mit der passenden Dienstkleidung darf ich dann endlich ran an den Farbtopf. Hallo. Servus. Darf ich die Hand geben oder ist sie voll mit Farbe? Nein, die ist noch nicht voll mit Farbe. Okay. Ja, richtig, weil ich habe ja mein Rezept jetzt erst dabei. Daraus machst du jetzt die perfekte Mischung, dass aus verschiedenen Farben meine grüne Farbe wird, oder? Genau. Im Malraum kann zwischen 16 verschiedenen mineralischen Farbstoffen gewählt werden. Das sind diese Pulver hier. Wie nach einem Backrezept wird Farbton für Farbton grammgenau abgewogen und im Anschluss daran mit der Grundmasse vermengt. Dabei ist Genauigkeit gefragt. So, dann schauen wir mal. 1600 Gramm, oder? Genau. Kennen Sie die Leute, die es beim Tanken immer ganz genau nehmen? Ich gehöre auch dazu. Aber gut, jetzt haben wir alle Ingredienzien, ganz schön schwer, drin. Und was passiert jetzt damit? Das kommt jetzt auf die Mühle und wird 15 Minuten aufgemahlen. Durch diese sehr persönliche Arbeitsweise unterscheidet sich Keimfarben von seinen Wettbewerbern und kann so noch besser auf individuelle Kundenwünsche eingehen. Wie zum Beispiel mein Unterhosengrün. Ah, ich glaube, da bin ich richtig. So, hallo. Was machen wir denn jetzt mit meinem Pulver? Also, ich mache jetzt erstmal Bindemittel daran, dann mache ich das Pulver ran und die anderen Additive und dann
ja, dann ist die Farbe eigentlich schon fast fertig. Wie viele Farbtöne macht ihr so am Tag hier? Ja, so 40, 50 schon so. Du alleine? Nee, mit meinem Arbeitskollegen. Wie sind Sie zur Farbe gekommen? Ich bin gelernter Maler und war halt dann zeitlang auch arbeitslos gewesen und bin halt durch Umwege auch hier zu Keim gekommen. War mir vorher überhaupt kein Begriff gewesen. Und mittlerweile, die Farben liebe ich. Und dann geht's ans Mischen. Ringo und Doris sind für die Mengen zwischen einem und 15 Kilogramm zuständig. Und wie lange dauert das jetzt? Das dauert jetzt 20 Minuten. 20 Minuten habe ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr Zeit. Kann ich mir die Farbe irgendwo abholen, wenn es fertig ist? Klar, hinten im Lager. Dann ist sie fertig, ja. Alles klar, dann sage ich danke, Doris. Danke auch. Und viel Spaß noch. Zum Abschluss noch, was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Was für ein Zufall. Wieder schauen, was für ein Zufall. Ach Gott, schön. Um mir die Wartezeit zu verkürzen, schaue ich mich noch ein bisschen in der Produktion um. Denn Keim stellt nicht nur Farben her, sondern auch Putze und weiße Wandfarbe. In diesem Fall läuft die Produktion aber maschinell ab. Jedes Jahr werden in Diedorf rund 36.000 Tonnen Eimerware produziert und hausintern gelagert. Für Letzteres hat sich der selbsternannte Farbweltmeister 2008 ein kleines Hilfsmittel gegönnt. Das APL, das automatische Palettenlager, hat ca. 3.300 Stellplätze. Und wir haben da täglich einen Versand von im Schnitt 140 Tonnen. Was aussieht wie aus einem Science-Fiction-Film, ist eine unwahrscheinliche Erleichterung für das Unternehmen. Das automatische Palettenlager behält den Überblick über Tausende von Farbeimern und regelt die Ein- und Auslagerung vollkommen selbstständig. Übrigens, die Produkte von Keim können auch direkt im Werk in Diedorf gekauft werden. Obacht! Das ist ein Service. Danke, Thomas. So, und da bin ich jetzt richtig. Beim Akram, oder? Grüß Gott, ja, Akram. Hallo, Matthias. Ich bin der Neue. Du bist der Alte, oder kann man sagen? Der Alte, stimmt, ja. Das ist klar. Wie lange bist du schon im Unternehmen? Ich bin über 35 Jahre beim Keimfarben. Brauche ich gar nicht fragen, wie dein Haus gestrichen ist, oder? Mein Haus ist genau mit Keimfarben gestrichen. Und ist immer nur da, die Farbe, sehr oder? Gut, hält er lang. Die beste Farbe, was es noch gibt. Ja, wunderbar, da bin ich froh. Dann glaube ich, ist auch meine Farbe genau die richtige für das, was ich vorhabe. Genau. Ich sage danke, Akram. Danke auch. Und ich habe da auch schon ganz genaue Vorstellungen. Ganz ehrlich, irgendeiner muss es ja machen. So, so schöne Farbe für unser Rathaus. Hey du, Griffe weg! Was? Dass du deine Griffe weg tust! Genau du, ja? Gefällt dir denn die Farbe nicht? Überhaupt nicht! Hör auf jetzt, du Depp, du Blöde! Das gibt's doch nicht! Ja, Entschuldigung, ich wollte bloß helfen. Am Pfeifendeckel hilfst, hör aufwendig mit dem Streichen. Finde ich ganz schön. Ist überhaupt nicht schön. Das kannst du an den Wald nicht stellen, das Rathaus. Das ist auch furchtbar. Okay, verstanden. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Meine Hilfe wird hier nicht benötigt. Dann würde ich sagen, überlasse ich das die Profis. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Würde mich freuen, wenn Sie einschalten. Bisschen vielleicht? Ruhe ist jetzt!